Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Warum ihr jetzt besonders darauf achten solltet, wenn ihr eure Hecke schneiden wollt und warum euch das mitunter bis zu 7000 Euro Geldbuße im Schnitt kosten kann, das zeige ich euch jetzt. Ja, gerade jetzt zum Spätsommer, da schneidet man gerne seine außer Form geratene Ligusterhecke. Die ist nämlich gut gewachsen, ihr könnt es hier bei meiner Ligusterpflanze sehen. Und ja, das macht man natürlich gerne, weil sie dann im weiteren Jahresverlauf bis hin zum Frühjahr ordentlich und gepflegt aussieht, weil jetzt das Wachstum dann nicht mehr so stattfindet. Aber ihr müsst aufpassen, das ist nämlich laut Bundesnaturschutzgesetz § 39 immer noch verboten, denn es gilt hier die Brut- und Nistzeit der Vögel, die zu schützen ist, und zwar bis Ende September. Das heißt, ihr dürft erst wieder am 1. Oktober schneiden. Und gerade jetzt zum Zeitraum, wo es warm ist, wo viele draußen sind, ja, da ist es so, dass das auffällt, wenn ihr diese Hecken schneidet. Jetzt zum Zeitpunkt, da flattern die meisten Anzeigen rein, was das angeht. Und im Schnitt bis zu 7000 Euro kostet das eben. Und deshalb, ja, nochmal dieses Video als kleiner Reminder, das wirklich zu lassen. Denn es ist so, auch diesen Trend erkenne ich hier auf YouTube. Wenn man mal nicht so ganz umweltkonform ist, dann kriegt man doch schnell mal einen reingedrückt. Man hat eine gepflegte Rasenfläche, die man zeigt. Wuff, hagelt es Hate. Man macht ein bisschen Unkraut weg, es hagelt Hate. Ja, man braucht im Prinzip nur mal einen Schluck Wasser aus dem Plastikbecher trinken. Es hagelt Hate. Ja, im Schutze der Anonymität wird das gerne gemacht und so eine Anzeige ist halt auch gerne mal anonym aufgegeben und ja, dann seid ihr eben dran. Deshalb lasst das sein, schneidet die Hecke dann halt erst zum 1.10. und schützt euch selber. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das kleine Video war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben, gerne ein Abo dalassen, wer es noch nicht tut. Bis dann, euer MacPaverick.